Aloha und ganz, ganz herzlich willkommen zum Neumond-Engel-Orakel-Reading für den Neumond am 28. Juli 2022. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und es ist noch relativ früh am Morgen. Aber ich bin super früh aufgewacht und habe mir jetzt erstmal so einen leckeren, du hier sehen kannst, Getreidekaffee gemacht. Ich mache nämlich gerade auch ja so eine bisschen Entgiftungs-Reinigungskur und trinke deswegen keinen richtigen Kaffee. Aber irgendwie fehlt mir das doch so ein bisschen, morgens so einen leckeren Kaffee zu trinken. Also trinke ich einen leckeren Getreidekaffee. Zum Wohl auf einen ganz wundervollen Tag. Und du siehst ja auch einen ganz ungewöhnlichen Aufbau der Karten. Ich habe nämlich gestern, habe ich mich inspiriert gefühlt, dieses Video jetzt zu machen. Und während mir so die Inspiration kam, ist mein Auge auf dieses Regenbogen-Energie-Bild, Regenbogen-Energie-Lichtportal-Bild gefallen. Und dann dachte ich so, ja, dann mache ich es jetzt damit. Ich habe dieses Bild, dieses Lichtportal, ja, wann habe ich das gemacht? Ich glaube, letztes Jahr. Da gab es einen Vollmond-Tempel im Goddess Awakening Circle mit der Regenbogen-Lichtenergie und dafür habe ich dann dieses Lichtportal gemalt, kreiert oder durch mich fließen lassen. Und ja, die Energie scheint jetzt wieder relevant zu sein. Ich meine, Energie ist ja immer relevant. Aber ja, ich mag ja auch diese Farben und auch diese Farbstrahlen, die uns auch unterstützen in unserer Transformation. Und der Neumond ist ja auch immer eine Chance für Neubeginn, für etwas ganz Neues zu kreieren, ganz Neues zu schöpfen. Und bevor ich jetzt starte und die Karten aufdecke, möchte ich dich noch ganz herzlich einladen in den Goddess Awakening Circle. Das ist ein monatliches Membership einer Community von herzzentrierten Frauen, die bereit sind, ihre innere Göttinnenkraft und ihre spirituellen Fähigkeiten noch bewusster zu erwecken und zu leben, auch im Alltag. Die Göttinnen haben mir dafür auch Worte gegeben: Divine Feminine Empowerment, heilige weibliche Wiedererweckung der Kraft. Und dieser energetische Circle wird von den Göttinnen mit transformierenden Lichtcodes gespeist, unterstützt, beschenkt. Innerhalb der Community dieses Goddess Awakening Circles treffen wir uns immer zum Voll- und Neumond, zu virtuellen Events, Tempeltreffen und auch Live-Events, Live-Channelings. Und am 28., also am Neumond, treffen wir uns zu einem Live-Channeling via Zoom. Diesmal ist es eine ganz stark klärende Energie, eine Energie, die Deep Clearing macht all unserer Chakras und der Aura und das wird eine Art von gechannelter Meditation sein, die mir die Göttinnen einfach geben. Und wenn du möchtest, dann melde dich gerne zu dem Goddess Awakening Circle an. Unter dem Video findest du alle Infos dazu. Es gibt übrigens jetzt auch einen Schnuppermonat für den Goddess Awakening Circle. Und ich habe noch eine zweite Ankündigung. Eigentlich ist es gar keine Ankündigung. Ich hatte ja vor ein paar Tagen am 22.07.2022 mein 10-jähriges Jubiläum der Engelbotschaften und habe dafür ja auch ein Video aufgenommen mit einer aktuellen Engelbotschaft von Erzengel Gabriel, der der erste Erzengel war, der mir eine Botschaft übermittelt hat. Schau dir das auch gerne an. Unter dem Video findest du auch dazu den Link. Und zur Feier dieses Jubiläums, ja, dieser wundervollen, sehr transformierenden, intensiven teilweise, manchmal auch etwas herausfordernden 10 Jahre,
mache ich in meinem Shop einen Summer Sale und der geht jetzt ins Finale bis zum 31.07. Kannst du da einfach dich umschauen in der Spiritual Art Galerie in meinem Shop und schauen, welche energetischen Bilder, Engelbilder, Lichtportale dich inspirieren, die vielleicht zu dir möchten. Schau dich da gerne um. Es gibt noch weitere Angebote, auch der Schnuppermonat für den Goddess Awakening Circle und auch die gesammelten Channelings der vergangenen Rauhnächte. Schau dich gerne in aller Ruhe um. So, und jetzt starten wir mit den Karten, mit den Informationen, Botschaften, Energien, die jetzt zu uns fließen möchten, die uns jetzt unterstützen möchten, rund um diesen Neumond. Es ist ja auch so, dass gerade eine super intensive Transformationszeit ist. Ich meine, das sage ich immer. Und es ist auch echt die letzten Jahre so, dass es kaum mehr Lichtportal-Höhepunkte gibt, sondern eins folgt auf das andere. Es ist ein sich immer weiter öffnendes Portal und die Energie fließt sowieso immer zu uns. Es ist aber tatsächlich so, dass am 8.8. das Löwentor-Lichtportal sich öffnet, beziehungsweise eigentlich ist es jetzt schon offen. Und das wirkt natürlich wie auch Neumond und Vollmond immer schon ein paar Tage vorher, ein paar Tage danach. Aber das ist eine ganz intensive Energie, die da auch nochmal zu uns fließt. Da werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein Channeling machen. Und zugleich soll ja auch jetzt aus astrologischer Sicht ganz viel am Himmel passieren mit Konstellationen, die wirklich sehr umwälzend sein können, sprengend, erneuernd. Wir sind wirklich herausgefordert. Deswegen lade ich dich jetzt ein, dich erstmal an einen ruhigen Ort zurückzuziehen. Kannst gerne auch mal die Augen schließen. Und tief ein- und ausatmen, deine Aufmerksamkeit nach innen gehen und dich dann erinnern an deine Verbindung zu Mutter Erde, diese Verbindung aus deinem Wurzelchakra hin zum Herz von Mutter Erde. Geerdet. Und dann darfst du dich erinnern an deine Verbindung über dein Scheitelchakra zur Quelle, zu Vater Kosmos, auch zu Gott, wie immer du es auch nennen möchtest. Verbunden mit Himmel und Erde, ganz präsent im gegenwärtigen Augenblick in deiner Mitte, in deinem Herzen. Wir sind die Brücke zwischen Himmel und Erde. Und wir dürfen das Licht, das göttliche Licht, die göttliche Energie auf die Erde bringen, hier verankern und dienen damit der Erde und selbst, den Menschen, im gesamten Universum. Wundervoll. So, jetzt noch einen Schluck Kaffee. Und dann starte ich, damit die Karten umzudrehen. Übrigens, diese Karte unten, das ist die Karte, die ich am Ende umdrehe und davor kannst du dir noch eine persönliche Frage stellen. Und das ist dann die Antwort. Deswegen beginne ich jetzt mal mit dieser Karte. Oh, und da zeigt sich Brahma, Leichtigkeit. Genieße die Leichtigkeit deines Seins. Ich finde, das ist ein super Start, oder? Gerade in diesen Zeiten, die so ein bisschen, naja, nicht nur ein bisschen, die uns wirklich alle auch herausfordern, mit unserer eigenen Entwicklung, aber natürlich auch mit dem, was im Außen passiert, ist es super wichtig, viel mehr in die Leichtigkeit zu kommen und alles wirklich leicht zu nehmen. Ich kann mich noch erinnern, es gibt ja so eine Aussage, ja, du nimmst ja alles auf die leichte Schulter.
du nimmst dich ja nicht ernst genug. Ja, aber genau das ist richtig, nichts ernst zu nehmen und wirklich alles leicht zu nehmen. Und auf die leichte Schulter, das bedeutet dann auch, dass ein ganzes Gewicht, dass wir die ganze Zeit diese Ernsthaftigkeit, dieses Pflichtbewusstsein, dass wir die ganze Zeit mit uns rumschleppen, auch diese ganzen Regeln, und ich spreche jetzt nicht nur von den C-Regeln, sondern überhaupt Regeln, die in unserer Gesellschaft so sich etabliert haben, dass wir die allzu ernst nehmen. Also ich spreche jetzt nicht für die komplette Anarchie, sondern für mich die einzige Regel oder das einzige Gesetz, auch ein komisches Wort, aber die einzige Energie, die wirklich zählt, ist, alles zum höchsten Wohle aller zu machen, in Liebe zu sein. Und das ist das, was ich am wichtigsten finde. Ist natürlich subjektiv, aber ich teile ja mit dir hier auch Energien, die natürlich von der geistigen Welt kommen, aber auch subjektive Einsichten, die vielleicht auch manchmal gespeist sind von den Eingebungen von meiner Seele, von meinem Herzen. Ich schaue gerade auch nochmal in dem Buch, was da steht, in dem Büchlein. Heute darf dir alles leicht von der Hand gehen. Die Dinge dürfen sich federleicht und neu ganz wie von selbst anordnen. Leichtigkeit ist das Gefühl von beschwingtem Vertrauen. Gehe jetzt leichtfüßig einen Schritt nach dem anderen. Du brauchst keine Berge zu versetzen. Lass also alle falschen Vorstellungen, allen Perfektionismus, alle Begrenzungen hinter dir. Der Schöpfer Gott Brahma, der die Welt erschaffen hat, enthüllt dir sein großes Geheimnis. Dein Leben ist von seiner Natur her einfach. Wundervoll. Und die zweite Karte. Oh, da zeigt sich der Fox Spirit, der Fuchs. Den habe ich ja schon vor ein paar Tagen mal gezogen und auf Instagram und auch hier auf YouTube geteilt als Tageskarte. Und da geht es darum, flexibel zu denken, sich rasch und leichtfüßig zu bewegen, sich schnell verändernden Umständen resilient und anmutig begegnen und sie willkommen heißen, smart und kreativ reagieren und vor allen Dingen im Flow bleiben. Und aus dem Starseeds Oracle Deck, da zeigt sich die Star Family. Wunderbar. You're part of a team of souls. Du bist ein Teil eines Teams von Seelen, einer Seelenfamilie. Fordere Unterstützung ein. Wir sind ja nie allein, da wir sowieso alle verbunden sind. Aber gerade in Zeiten, in denen wir uns herausgefordert fühlen, dürfen wir auch wirklich um Unterstützung bitten. Sowohl die geistige Welt als auch tatsächlich ganz physisch. Also wir müssen nicht alles alleine machen. Wir dürfen uns führen lassen. Wir müssen dieses Einzelkämpfer-Denken, Bewusstsein, das dürfen wir hinter uns lassen. Und wenn wir gemeinsam kreieren, also mit der geistigen Ebene, der göttlichen Ebene, auch unserer Seele, unserem Herzen und gleichzeitig auch mit anderen Menschen, dann ist es auch was, was diese schöpferische Energie, diese kreative schöpferische Energie viel leichter fließen lässt und es potenziert sich auch dann. Also schau einfach, wo du dich unterstützen lassen darfst, wo du dich öffnen darfst für Hilfe, wo du auch Hilfe annehmen darfst. Und es geht einfach um Vertrauen auch, dass wirklich wir immer unterstützt sind. Wir haben uns ja so abgeschnitten von diesem Zugang zur Natur, diesem natürlichen Fluss, dieser auch Fülle an Möglichkeiten, an Ressourcen durch diese leistungsorientierte Gesellschaft und diese Ellenbogenmentalität, Pflichtbewusstsein,
Wir sind hier, um ja leicht zu leben, um es uns leicht zu machen, um im Flow zu bleiben, um grenzenlos frei zu sein, um was Neues zu kreieren, um zu schöpfen, um wirklich diesem göttlichen Anteil in uns zu folgen, etwas zu kreieren, etwas zu schöpfen. Wir sind nicht hier, um was Altes zu erhalten, wir sind hier, um was Neues zu kreieren, gemeinsam. Und hier melden sich nochmal die Plejada zu Wort. Die Frequenz der Gesundheit stimmt deinen Körper, deine Seele und deinen Geist auf die Schwingung der kosmischen Lichtmatrix ein. Es ist ja auch eine weit verbreitete Unwahrheit, dass der Körper sich nicht selbst gesund erhalten kann, dass diese Selbstheilungskräfte im Körper, in unserem Energiefeld und dann im Körper, dass die ja so viel größer sind als jegliche Medikamente. Und was sich daraus ergibt, aus dieser Unwahrheit, das haben wir die letzten 2 Jahre erlebt und wir sind da noch nicht raus, ne? Also vertrau viel mehr auf diese Frequenz der Gesundheit. Und die Zeit und die Energie für die Rückkehr der Gesundheit überhaupt, deiner Gesundheit, hat sich geöffnet. Und diese Frequenz der Gesundheit, eigentlich ist es ja eine Lichtfrequenz der Liebe, des Friedens, des Fließens, fließt aus der göttlichen Quelle zu uns, zu dir. Und damit werden auch alle morphischen Felder gereinigt, wo so viel über Krankheit und ja, blockierenden, einschränkenden Energien gespeichert ist. Das ist übrigens auch ganz wunderbar, wenn du dein Energiesystem immer klärst, reinigst, wirklich diese Lichtenergie durch dich fließen lässt, dich auch da öffnest für diese neuen Frequenzen. Das Fließen. Dann eine Karte aus dem Kuan Yin Kartendeck. Blessings of the Moon Maiden. Die Segnungen der Mondfrau, der Mondjungfrau. Die Nummer 2. Ich mag die Nummer 2. Ich finde, das ist eine ganz wunderbare Zahl. Schau jetzt gerade auch noch mal in dem Büchlein, was dazu steht. Ah, das hatte ich gar nicht so gesehen. Da ist ein Hase, ne? Ja, so. Den hat sie rechts im Arm. Das ist ein Glückshase. Und Kuan Yin in der Form dieser Mondfrau, dieser Mondjungfrau mit diesem Glückshasen bringt uns Wachstum und Fülle. Und das Universum möchte durch dich kreieren, möchte sich auch erneuern und was Neues kreieren. Erlaube dir selbst, über deine gedanklichen Grenzen hinaus, was möglich ist, zu empfangen, indem du dein Herz in Dankbarkeit öffnest. Dankbarkeit und Liebe. Lass all die Segnungen, Geschenke des Glücks von Kuan Yin ganz einfach und leicht jetzt in dein Leben fließen. Oh, ganz wundervolle Energie. Kannst du das auch fühlen? Wow. Dann zeigt sich aus dem Deck der Erzengel, Erzengel Remiel mit dem Lebensrückblick. Nimm eine Inventur deines Lebens vor und beschließe, alles zu verändern oder zu heilen, was nicht im Gleichgewicht ist.
Ich finde sowieso diese Energie, die jetzt hier sich zeigt, die ist ja von so viel Leichtigkeit, Stärke, Kraft, Unterstützung, Gesundheit, jetzt Blessings unterstützt. Hier geht es jetzt nicht darum, wirklich im Leben die Energie auf das zu lenken, was war, da rumzuwühlen. Ich glaube, das habe ich schon öfter mal gesagt in den Orakel-Readings. Oder auch in den Engelbotschaften kommt es ja immer wieder, den Fokus darauf zu richten, was ich neu kreieren möchte. Und wenn ich den Fokus darauf lenke, lasse ich automatisch das los, was ich nicht möchte. Ich kann natürlich schauen, wenn es da immer wieder dieselben Muster gibt in meinem Leben, nochmal hinzuschauen und das dann aber auch mit dieser Unterstützung der Energien aus dem Kosmos, von der geistigen Welt, schnell und leicht aufzulösen, zu transformieren, hinter uns zu lassen, um dann wirklich ganz leicht und smart, resilient mit der Energie des Fuchses auch weiterzugehen. Ah ja, und da schenken uns die Pegasus-Einhörner das Loslassen. Dieses Loslassen ist viel einfacher, als wir ja denken. Wir denken ja immer, das ist so kompliziert und da muss man so viel machen. Nee, einfach nur das, was wir so festhalten, ne, so einfach öffnen, loslassen, fließen lassen. Und dann darfst du dir jetzt zum Abschluss noch eine persönliche Frage stellen. Vielleicht ist es ein Thema, das dich gerade beschäftigt. Vielleicht stehst du vor einer Entscheidung. Du merkst ja auch schon, wie diese ganzen Farbenergien und jetzt diese Informationen und die Unterstützung der geistigen Welt hier uns wirklich ins Fließen lassen, ins Empfangen, ins Gehen lassen, ins Loslassen, in den Neubeginn hineinführt, wie wir da wirklich getragen sind. So, und dann? Oh wow, das ist jetzt eine Energie, die ist nochmal irgendwie krass, intensiv. Das ist nämlich die einzige Karte in dem ganzen Set, nee, nicht die einzige, aber die, die sagt, das ist nicht richtig. Also Bridget, das ist ja auch eine Göttinnenenergie. Und da heißt es jetzt, Vorsicht tut Not. Schau dir die Situation genauer an, bevor du weitermachst. Vielleicht, also Vorsicht ist immer irgendwie, finde ich, auch eine komische Energie, ein komisches Wort, weil wenn wir davon ausgehen, dass wir immer geführt sind, dann, jetzt kommt gerade, du folgst noch nicht in dieser Situation, in dieser Frage, die du dir gestellt hast, wo du eine Entscheidung treffen darfst, du folgst dann nicht deiner Führung. Es bedeutet nicht, dass diese Situation schlecht ist oder dass da was Negatives ist, aber du darfst wirklich nochmal ganz explizit, bevor du weitermachst, innehalten, reinspüren und wirklich dein Herz auch befragen, okay, was will meine Seele, will mein Herz wirklich, was ist wirklich die Führung? Folge ich vielleicht gerade einem Plan, der aus dem Kopf kommt? Das ist ja dann eine Kopfgeburt, ne? Und der Verstand ist wichtig und hilfreich. Ich habe gerade gestern ein Video gesehen, wo es um ein Zitat von Albert Einstein ging, der sowas gesagt hat wie, der Verstand ist ein gelehriger oder ein gehorsamer Diener und das Herz ist die eigentliche Führung. Wir leben aber in einer Gesellschaft, in der wir den Diener zum Herrscher erhoben haben und ja, den eigentlichen Führer, die eigentliche Führung, die eigentliche Kraft unterjocht haben. Und das darf sich jetzt wieder ändern. Ich weiß nicht genau, wie die Worte von dem Zitat sind. Wenn ich es finde, schreibe ich es noch unter das Video. Also,
Es geht nicht darum, dass die Situation, in der du jetzt bist, grundsätzlich verkehrt ist, aber schau dir die Situation genauer an, bevor du blind weitermachst. Also fühl wirklich nochmal rein, was jetzt der nächste Schritt ist, was wirklich die göttliche, die Führung deiner Seele, deines Herzens wirklich für dich bereithält. Und dann kommt hier nämlich auch Leichtigkeit rein, ne? Dann dieses ganze verkopfte Denken, Analysieren, hin und her wälzen, bringt uns nicht weiter, weil das Herz kennt die Antwort sowieso schon. Wunderbar. Dann danke ich dir von Herzen dafür, dass du jetzt hier bist mit mir gemeinsam. Ich hoffe, dass dich dieses Neumond-Engel-Reading inspiriert, dass du ganz viel daraus mitnehmen kannst für die nächste Zeit. Und ja, ich freue mich natürlich auch wirklich, wenn wir uns im Goddess Awakening Circle und auch wenn wir uns in meinem Shop der Spiritual Art Galerie sehen, virtuell. Und wenn dich dieses Neumond-Engel-Reading inspiriert, dann freue ich mich natürlich sehr über deinen Daumen nach oben. Ich freue mich auch, wenn du es weiter empfiehlst, wenn du es teilst, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und jetzt wünsche ich uns einen ganz, ganz wundervollen Neumond mit so vielen Möglichkeiten, mit unendlichen Möglichkeiten des Neubeginns, des Neustarts. Lebe liebevoll, wild und kreativ. Namaste.